Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier bei Dragon Quest Builders mit eurem Bobas. So, wir haben in den letzten Folgen hier einiges umgebaut. Das, was noch ansteht, ist natürlich jetzt hier die große Scheune. Sorry. Aber das möchte ich heute nicht machen mit euch, sondern das hebe ich mir jetzt noch auf. Entweder mache ich das offscreen oder ich mache das dann in irgendeiner anderen Folge. Aber ich denke, ich werde die Scheune mal hier offscreen bauen. Jetzt jedenfalls ist erstmal angesagt, dass wir uns Brot holen. Und dann will ich endlich diesen Kampf hier bestreiten. Weil der ja auch schon eine ganze Zeit lang wartet, muss man jetzt wirklich sagen. Oh, ich habe fast nichts mehr zum Essen, aber... Warte mal. Beschreibung zeigen, verbergen. Nee, Aufnahme will ich nicht. Hier, Kohlkopf, verbrauchst du gesundes Lebenspunkte plus 5. Eine Portion geröstetes Gemüse, gegrillt zu goldbraun, Sattheit, Lebenspunkte. Lebenspunkte. Und das hat Lebenspunkte. Und das hat Lebenspunkte. Hat es nicht mehr noch? Ah, Wirkung ist Schild. Bei den anderen habe ich jetzt diese Wirkung nicht stehen. Das habe ich jetzt nur hier stehen. Ne? Das heißt, ich werde mir hier mal eins rausnehmen. Da muss ich jetzt nur noch mal, zack, dahin. Dann werde ich mir hier mal eins rausnehmen. Und werde mir... Ja, da das ja 15 Lebenspunkte auffüllt, da muss ich jetzt mal schauen. Die Bomben sind eigentlich ganz gut, weil die füllen nicht so viel Sattheit auf, aber dafür Lebenspunkte. Und Lebenspunkte braucht man in dem Kampf auf jeden Fall. So, ich habe jetzt nur dummerweise den Controller wechseln müssen, weil der andere war leer. Wen wundert es? Weil der leer war. Und ja, jetzt hänge ich hier mit einem Controller in der Hand rum, wo die A-Taste immer wieder hängt. Tierisch nervig, muss ich wirklich sagen. Was mir jetzt jedenfalls schon neugierig macht, ist, wenn wir dann fertig sind mit dem Kampf, dann werden die anfangen, hier das umzupflügen. Diese drei Felder hier, und die werden anfangen, die Setzlinge reinzumachen. Hoffe ich zumindest. Wir haben ja noch früh am Tage. Ne? Der Gegner kommt näher, sagt er schon. Jetzt esse ich mal meinen Buff. Die Abwehr steigt. Ich möchte noch mal ganz kurz speichern. Ja. Weil das ist schon wichtig vor dem Kampf. Wer weiß, ob ich das schaffe? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ob ich es schaffe. Auf jeden Fall. Malroth. Sach und was. Oh, jetzt war ich zu schnell. Ich vermute, genau das ist ihre Absicht. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu besiegen. Wenn du das nicht schon getan hast, könntest du uns einen Gefallen tun und uns mit den bestmöglichen Waffen ausrüsten. Mit besserer Ausrüstung haben wir bessere Chancen, oder? Was meinst du, Bobas? Sind wir kampfbereit? Jo, sind wir. Alle haben ihr Stachelschwert. Jeden, den ich da ausrüsten konnte, der hat es. Gut. Der letzte große Kampf ist ewig her und mir juckt es in den Fingern. Gehen wir da raus und machen wir das Beste daraus. Alles klar, möge der Kampf beginnen. Ups, ich stehe in den Blättern. Also kommt her, ihr. Gibt einen auf den Sack. Ups. Ja, rennt ruhig rein in das Ding hier. Oh, den habe ich nicht gesehen hier. Oh ja, die Fetzen weg. Schaut euch das an, ha. Die Fetzen weg. Oh, da haben wir nochmal welche. Hab ich eigentlich. Nein, geh weg. Okay. Die schlagen sich auch nicht gut eigentlich. Meine mit dem Dorfinsassen. Weg. Ich wollte eigentlich ausweichen. Dann kommt, haut denen mal auf die Nase. Weil das sollen nicht die letzten sein. Oh Mann, hasse ich das, dass diese Taste klemmen.
Oh, alter Schwede. Nein! Warum? Oh. Komm, geh weg. Warum spuckt ihr auch? So, ich geh jetzt nochmal aufs Maul hier. Gibt's da wohl nicht einfach einzuschläfern hier. Oh, warte mal, ich sollte... Und gleich fällt er. Und? Yes. Wir haben es geschafft. Die Monster wurden besiegt. Die Stufe von Bobas und Marot erhöht sich. Hervorragend. Marot wird stärker und Bobas erreicht Stufe 9. Seine maximalen LP erhöhen sich. Yes. Und ich lerne was? Heute kann Bobas lernt eine neue Anleitung. Der Topfdeckel. Der Holzdeckel eines Topfes samt Henkel und somit ein heldenhafter Schild. Naja, heldenhaft, ich weiß ja nicht. Gewonnen. Yeah. Meine Güte, Bobas, das war ein noch zäherer Kampf als der davor. Anscheinend haben die Hinterhagen uns jetzt wirklich auf uns abgesehen. Es ist bedauerlich, Rosi. Und doch unvermeidlich. Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir Frieden schließen könnten. Bobas, hast du vom gescheiten Gebonzen gehört? Ich bin nur ein Pastor, aber er ist der Primat von Grünfeld. Sein Rang übersteigt den meinen nicht nur bei weitem. Seine Kontrolle über diese Insel ist auch absolut. Er ist momentan abwesend, aber wenn er zurückkehrt, werde ich versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Vielleicht kann ich ihn vom Wert des Gottesgewächses überzeugen. Aber dieser kleine Schößling wird ihn nicht beeindrucken. Wenn ich eine Chance haben will, seinen Wert zu beweisen, müssen wir das Gottesgewächs auf volle Größe wachsen lassen. Na gut, Al. Wann also wirst du dir die Hände schmutzig machen und anfangen, uns zu helfen? Was? Ja, Malrot hat recht. Du wohnst hier auf dem Hof mit unseren Bauern zusammen. Wann wirst du mitmachen? Ihr erwartet von mir, der Zerstörung in Person, einer Bauer zu werden? Ein interessanter Vorschlag, das muss ich euch lassen. Vielleicht werde ich darüber nachdenken. Eines Tages. Gut, abgemacht. Komm schon, Bobas. Lass uns zwei weitere Feldfruchtsorten anbauen. Pastor Els Aufgaben abschließen und diesen Hof zum schönsten auf Grünfeld machen. Legen wir los, alle zusammen. Juhu! Pastor Els Stimme, die ruiniert mich gerade so ein kleines bisschen. War echt gruselig, als die Kinder Hag uns angegriffen haben, oder? Ist keinem was passiert und das ist die Hauptsache. Weißt du noch, wie Rosi gesagt hat, dass wir ein Erntefest abhalten könnten? Wenn wir mit allem fertig sind, was wir für das Gottesgewächs machen sollen? Nun, wir können es kaum erwarten. Ich dachte, ich könnte die Dinge etwas beschleunigen, indem ich dir dabei helfe, die Samen zu finden, die du brauchst. Pastor Al meinte, es gibt eine alte Brücke im Osten vom Grünfeldsumpf und irgendwo auf der anderen Seite haben sie eine andere Nutzpflanze angebaut. Tatsächlich munkelt man, dass es einst eine riesige Tomatenplantage gab, die sich über das Gebiet östlich des Sumpfes erstreckte, bis die Kinder Argons sie zerstörten. Unter der Erde dort könnten immer noch Samen vergraben liegen. Mit der Hilfe deiner neuen Freundin Anna könntest du sie vielleicht sogar finden. Ich hörte, dass es wie beim Zuckerrohr auch einen Trick für den Anbau von Tomaten gibt. Leider habe ich noch nie gesehen, wie man sie anbaut und kann dir deshalb keinen Rat geben. Ich würde vorschlagen, dass du die Gegend dort nach jemandem durchsuchst, der dir sagen kann, was zu tun ist, damit die Samen, die du gefunden hast, Wurzeln schlagen. Na also, Bobas, nun liegt es an dir, 30 Tomatensamen für uns zu finden und rauszufinden, wie man sie anbaut. Deiner Karte wurde ein neuer Ort hinzugefügt. So. Oh, Al. Dann schauen wir mal noch. Rosie, bleib da. Rosie, hallo, ich schneide dir den Weg ab. Achso, wohin gehst du? Zu dem Totem? Gehst du schon wieder beten? Ich bin so froh, dass wir uns gegen diese furchtbaren Monster verteidigen konnten.
Aber nächstes Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück. Deshalb müssen wir noch mehr Samen finden und die Aufgaben des Pastors so schnell wie möglich erledigen. Ich habe mit den Bauern gesprochen, die sich uns neulich angeschlossen haben. Und sie haben mir von einer anderen Nutzpflanze erzählt, die wir anbauen können. Anscheinend hat jemand Kürbissamen tief im Regenwald vergraben, damit die Kinder Hargons sie nicht finden. Er liegt auf der anderen Seite des Grünfeldsumpfs. Sieh dich dort um und finde bitte 30 Kürbissamen für uns. Deiner Karte wurde ein neuer Ort hinzugefügt. Alles klärchen. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Oh, schon wieder Aufnahme. Das ist eben, wenn man mal mit einem anderen Controller spielt, dann... ja, also hier unten sind wir noch nicht fertig. Ach so, stimmt, da ist ja die Brücke. Hier seitlich sind wir fertig, da sind wir... Eigentlich müssen wir wirklich da nach Südost müssen wir. Also würde ich sagen, wir hüpfen dahin und laufen dann darüber. Jo, wir hüpfen da jetzt mal hin. Wir lassen die Dorfbewohner fröhlich Scheiße produzieren und kochen. Und dann müssten wir eigentlich, wenn wir zurückkommen, richtig viel von dem Scheiß haben und uns dann auch wieder ausrüsten können. Wenn wir jetzt hier Hände sehen, dann würde ich die gerne abmeucheln, dass wir wieder Grassamen bekommen. Irgendwie läufst du in die falsche Richtung. Du musst darüber laufen. Stimmt, da vorne ist nämlich dann die Brücke. Wuff, wuff! Was hast du? Ah, du hast Zuckerrohr-Setzlinge. Setzlinge. Und tschuck! Wutz. So. Damit geht das doch dann eigentlich schneller. Wutz, und wir kriegen dann gleich nochmal ein bisschen Erde mit. Komm, spring halt dann wenigstens. So, und da sind die zwei Dinge da. Zack! Alles weggeklöpft. So, raus da. Wir brauchen auch Holz. Wir brauchen immer Holz. My Rock. Was ist denn los jetzt mit meiner... Komm, mach mal das Holz weg. Komm, den Ding weg. Den. Ja, durchs Wasser geht's echt nicht so leicht. Nur wenn man springt, geht's ein kleines bisschen schneller. Ah, wir brauchen Holz. Komm, hau zu. Yes. Yes, yes, yes. Wir müssen bloß da irgendwie hochkommen. Dann eben hier vielleicht. Du, da ist die Brücke. Kannst du jetzt mal bitte hier rüber gehen? Ich glaube, mir bleibt schon fast nichts anderes übrig, als auf meine andere Fernbedienung zu warten, weil die hakt so ein kleines bisschen. Ich kann nicht links laufen, oder er will nicht. Quick! Wenn das kein Mensch ist und auch noch mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Du siehst aus wie eine Maus, die ein ganzes Käserad gefunden hat. Sei es drum, nun zu der Brücke. Sie führt zu einer Tomatenplantage, besser gesagt, zu ihren Ruinen. Wir haben die Kinder Hargons nicht davon übrig gelassen. Vielleicht sind da irgendwo noch Tomatensamen, aber du brauchst einen Grünfeldretriever, um sie zu erschnuppern. So, hier entlang zum östlichen Sumpf. Okay, dann lasset uns doch mal die Brücke überschreiten. Oh, neues Gebiet, neue Sachen. So, hier braucht keiner diagonalen Zaun. Ja, freilich. Da gibt's eine auf die Ömme. Hier. Oh, guck mal. Anna, findest du irgendwas? Hier vielleicht? Zack, zack. Haben wir auch schon? Nein. Ja. Wir haben auf jeden Fall Holz. Und da
das wäre, wenn wir uns hier holen, weil die abgestorbenen Bäume, die kann eh keiner folgen. Danke, Myrod. Hätte auch Zeit, dass du mal mit hinlangst, ne? So, machen wir hier vielleicht so ein paar Rankenteile weg. Danke. So, wo fangen wir an? Eieiei, da gibt's echt viele. Mio, das, also diese Länder sind echt groß, muss ich sagen. Kommt mir halt platt. Yes. Yes. So gehört sich das. Wir decken natürlich gleich alles auf, ne? Was wir haben, das haben wir. Du wirst doch wohl nicht auf. So. Also eins weiß ich jedenfalls ganz sicher. Für diesen Controller werde ich keine Werbung machen. Da oben ist eine Flamme auf dem Berg. Das würde doch bedeuten, wenn ich mich jetzt nicht... Wenn ich jetzt nicht falsch deute, dass da... eventuell ein Rätsel ist. Oder halt irgendwas anderes. Oder? Rätsel liegt sehr nahe, wenn ich noch den Stein sehe, ne? Jetzt sag bloß. Soll ich denn da rüber hüpfen? Schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht. So auf jeden Fall nicht. Jedenfalls nicht mit diesem Controller. Okay, wisst ihr was? Ich werde... Jetzt, nicht gleich, aber jetzt, sofort, meinen Controller wechseln, sobald der ein bisschen vollgeladen ist. Aua! Dass das wieder ein flüssiges Spielen ist, weil so ist es ja. Hallo! Absoluter Mist! Wir machen jetzt zumindest noch, dieses eine Rätsel, das möchte ich nämlich jetzt so whistlen. Ich bin nämlich neugierig. Also irgendwie kommt man sich schon ein bisschen verarscht vor, muss man sagen. Also ich habe in Erinnerung, dass die Rätsel in dem ersten Part definitiv besser waren und auch ein bisschen schwieriger waren als jetzt diese hier. Ich will nicht den Brunnen klopfen, ich will den Vogel klopfen. Kannst du den mal bitte wegmachen? Bitte? Hallo? Mach ihn mal weg. So. Weil das ist ja, also ich... Ach. Das machen wir jetzt noch zusammen. Oh. Kannst du jetzt bitte... Okay, Leute, das bringt nichts. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon im Bauch halten vor Lachen. Das bringt aber gar nichts, wenn ich hier nicht mit dem richtigen Controller... Ich kann nicht nach links laufen. Ich drücke den Stick voll nach links. Also... Okay, also, ich mache jetzt hier nur einen kurzen Break. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder und lösen dieses unsagbar schwere Rätsel. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Es hat ein bisschen gedauert, weil der Controller war einfach leer. Aber ich glaube, jetzt sollte ich das Ganze hier auch meistern können. Endlich habe ich rausgefunden, wie dieses Rätsel funktioniert. Oh, verdammt. Da bin ich nicht gesprungen. Und jetzt habe ich im falschen Moment geklickt. Ach, ja. Na komm, dann machen wir es so. Und nochmal so. Oh, sag mal, warum springst du nicht? So, jetzt hat... Wir haben das Rätsel gelöst. Das ach so schwierige. Und holen uns natürlich die Mini-Medaille ab, die es hier gibt. So. Schwuppsdiwupps. Gut, kann man das Ding abbauen?
gar nicht wahrscheinlich, ne? Die kann man nicht abbauen. So, wo waren wir noch stehen geblieben? Jetzt gucken wir mal nochmal auf die Karte. Also ich sollte auf jeden Fall mal in die Richtung hier weitergehen. Dass wir da auch bis zum letzten Eck die Karte zumindest so weit aufgedeckt haben. Damit dass ich auch irgendwie so einen Vorsprung. Ja, dass ich hier irgendwas übersehe. Das ist ein Durchgang. Durchgang für was? Das würde ich sagen, schauen wir uns von unten mal genauer an. Bevor ich mich jetzt da nach unten stürze. Kannst du mal bitte da? Also, die wollen wir. Die Bladerlies wollen wir. So, wir schauen jetzt hier erst mal weiter. Da vorne ist nochmal... Ne, das ist einfach nur der Durchgang. Wie weit sind wir denn jetzt auf der Karte? Wir sollen ja... Oh, dahin und dahin. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt tatsächlich hier runter. Schauen wir uns das Eckel mal an. Und dann laufen wir erst einmal hier vor zu dem... Tomatensamen. So. Und dich haue ich jetzt erst einmal weg. So, schauen wir mal da runter. Das war der Durchgang hier, ne? Aber der ist für nichts gut, ne? Weil das ist ja offene See und da kommt dann bloß dieses komische Monster. Okay. Es wird auch auf der Karte nichts angezeigt. Also ich denke mal, das ist in Ordnung, wenn wir jetzt da nicht hingehen. So, wir laufen jetzt einfach mal hier unten lang, würde ich sagen. Das schaut aber tief aus hier. Manchmal sind so hell erleuchtete Sachen hier. Das kann doch nicht vom Mond kommen. Du bist eigentlich auf dem Sack. Was ist das? Das schaut mir sehr gefährlich aus. Nee, ich will da nicht reinspringen. Nein, nein. Da will ich nicht rein. Oh, da oben ist ein Schild. Oben ist ein Schild, das möchte ich natürlich auch mal gucken. Komm mal, Rod, hau rein. Oh, was schläft ein? Nein, ich will nicht schlafen. Ich will euch niedermachen. Eine Sekunde zu spät. Ich will jetzt erst einmal da hoch, bevor ich zu denen gehe. Und ich will natürlich auch... Wuff, wuff. Die Kiste. Und wo ist die? Ach, die ist da vorne. Da, wo der steht. Nee, warte. Ich will jetzt erstmal dahin. Ich will das Schild jetzt nicht vergessen. Düpp. Was steht da? Eine verblichene Nachricht ist zu erkennen. Tauchen auf eigene Gefahr und vielleicht auf eigene Belohnung. Tauchen? Okay. Dann ab dafür, oder? Würde ich sagen. Mal, da ist doch irgendwas. Ups, Entschuldigung. Da ist doch irgendwas. Kamera. Ui. Noch ein Rätsel oder was ist das?
Kann es sein, dass das absolut sauberes Wasser ist? Gibt es sowas? ZR zum Schöpfen. Bobas füllt Wasser in den Topf ohne Boden. Das ist jetzt wahrscheinlich sauberes Wasser. Würde ich jetzt mal vermuten. Weil es schaut nämlich auch in dem Krug selber, wenn man sich den anschaut, schaut es total sauber aus. Nur die paar hier, bitte. Da hau ich halt ein paar mal. Yes. Das sind Burgmauer. Cool. Cool. Den Rest lasse ich natürlich. Das baue ich nicht ab. Aber warte mal, das könnte man ins Inventar schmeißen. Wie schaut es denn hungertechnisch aus? Oh. Könnte ich eigentlich was essen? Ah, das bringt nur 5 Punkte, ne? Okay. Dann tauchen wir halt mal wieder hoch. Aber cool. Das ist irgendwie cool. Noch eine Höhle. Scheint mir auch eine Höhle zu sein. Lass uns da auch noch mal reinschauen. Zoomen wir mal ran. Da möchte ich jetzt auch wissen, ob da irgendwas drin ist. Ja, sie hat was gefunden, das weiß ich. Aber ich habe hier auch was gefunden. Aber das scheint einfach nur so eine Unterhöhlung zu sein, aber das finde ich interessant gemacht. Wuff, wuff, wo? Wo hast du was gefunden? Anna, wo bist du? Ich komme, ich komme, ich komme. Auch cool. Zack. Oh, Bobas erhält folgendes: Tomatensamen. Jau, cool. Hey, so einen Samen habe ich noch nie gesehen. Könnte das ein Tomatensamen sein? Also das, was Pierre gesucht hat? Wir müssen aber immer noch rausfinden, wie man sie anbaut. Mal sehen, ob wir hier irgendwen danach fragen können. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, dass man die anbauen muss, indem man hier diese Stecken quasi mit reintut, weil sonst werden die hier nicht mit aufgebaut. So, da haben wir noch. Dann machen wir zack. Und die nehmen wir natürlich auch mit, diese Stecken. Danke. So, vielleicht findest du ja noch welche. Lähmig.
Einziges an sich. Okay. So, warte mal. Wir wollten da vor. Da wollten wir vor. Da war irgendwo das Tier drin. Da wollen wir natürlich nicht reinfallen. Nicht mehr. Ja. Gut, der hatte Fisch, glaube ich, dabei oder so. Mir ist da auch noch was aufgefallen, da habe ich ein bisschen herumgesucht. Und wenn man in dieses Menü reingeht, in diesem Erbauer-Almanach, dann hat man hier Monster. So, und dann hat man ja hier immer stehen, trägt bei sich Öl, wo der Lebensraum ist. Also das heißt, bei dem Schleim haben wir noch nicht rausgefunden, wo das nächste ist. Gibonzo, der trägt was bei sich. Allerdings hat er noch nichts getroppt. Die haben nur Öl, Tang oder Holz. Also, und dann gibt es eben noch verschiedene. Chimäre zum Beispiel, die hat nur Heilkraut. Erdameise, Weizensamen. Also man sieht halt hier immer, was die auch droppen. Und das finde ich schon mal interessant. Also hier gibt es auf jeden Fall etwas zu tun. Weil wenn wir jetzt halt hier irgendwo was, da zum Beispiel die fiese Ratte, die trägt irgendwas bei sich. Und ja, die müssen wir einfach noch finden. Genau. Räume ist klar und Baupläne ist auch klar. Die müssen wir natürlich alle erforschen. Das ist super, wenn du mir Holz bringst. Das ist ganz mies von dir, wenn du hier auf uns schießt. So, danke. Falls du Tomatensamen brauchst. In diesem Turm sind viele Tomatensamen verbuddelt. Quick! Ihr könnt sie mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber wenn ihr einen Grün findet. Den haben wir schon gesprochen, ne? Wir müssen ja weiter. Jetzt guck mal auf die Karte, du hast dich ja total verfranzt. Verfranzt hast du dich. Wir müssen uns einmal umdrehen und in die andere Richtung gehen. Hier müssen wir hin. Da vorne ist nämlich der, zu dem wir wollen. Aber Anna hat auch hier wieder eine Kiste entdeckt vorhin. Schauen wir mal rein. 10 Weizensamen, ja, das ist cool. Kiste mitgenommen. Ja, dass ich irgendwie denke, die wäre noch nicht. Dann einmal das Holz mitgenommen. Ansonsten einmal weggezoomt. Die haben wir schon aktiviert, glaube ich. Ne? Die Pflanzstellen nehmen wir mit. So, das Holz ist aber auch einsammeln. Die haben wir schon aktiviert, oder? Nein, noch nicht. Die haben wir noch nicht einmal aktiviert, Mensch. Bobas, aktiviert die Kurskugel. Kurskugel. So, du kannst jetzt hier hinspringen. Ich würde sagen, wir verfolgen jetzt noch mal ganz kurz Anna. Buddeln noch die Samen hier aus. Und tschack. Und dann geht's mal ganz kurz in die Heimat. Um Essen zu holen. Weil wir sind nämlich leer an Essen. So, ich wollte nicht dich hauen. Ich wollte die Erde hauen. So, dann haben wir die Kurskugel aktiviert. Wir sind kartentechnisch. Eigentlich bräuchten wir bloß da vorne in dem Eck noch ein bisschen, dass wir das noch haben. Und ja, dann werden wir uns quasi das nächste Mal wieder hier sehen am Tomatenhof des Orks. Da machen wir dann nämlich weiter. Ich werde einfach hier noch gucken. Wenn ich dann doch eine Kiste oder irgendwas anderes finde, dann nehme ich euch da natürlich mit. Dann werde ich da nicht weitermachen. So, aber vorerst jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Danke für den Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und ein Kommentar freut mich natürlich immer. Also, macht's gut. Schönen Tag noch. Schönes Wochenende. Schönen Abend. Wie auch immer. Ciao, ciao.